Paria Neseri schläft bei ihrem Bruder auf der Couch. Seit Wochen das gleiche Spiel. Abends Bettwäsche rausholen, morgens wegräumen. Die junge Assistenzärztin hätte gerne ihre eigenen vier Wände, findet in Frankfurt aber nichts. Jeden Tag sucht sie im Internet nach neuen Angeboten. Immer häufiger werden ihr möblierte Wohnungen angeboten. 790 Euro Kaltmiete bei 17 Quadratmeter. Also das ist ja schon lachhaft. Ja. Da fühlt man sich als Suchender, der verzweifelt ist, auch wirklich auf den Arm genommen. Gut, Internet ist auch dabei bei dem Preis. Gut. So wenig Platz für so viel Geld. Mietpreisbremse, Fehlanzeige. Denn bei möblierten Wohnungen greift die Mietpreisbremse so gut wie nicht. Immer mehr Vermieter bieten deshalb möblierte Apartments zu horrenden Preisen an. Doppelt oder dreimal so teuer wie unmöblierte Wohnungen. Paria Neseri ist nicht alleine mit ihrem Problem. Der Wohnungsmarkt in vielen Ballungsgebieten in Deutschland leergefegt. Was noch zu haben ist, ist winzig klein und teuer. Allein in diesem Haus gibt es 195 möblierte Apartments. Die meisten gerade mal 16 Quadratmeter klein. Der Mietpreis knapp 500 Euro, also 30 Euro pro Quadratmeter warm. Wir dürfen uns das mal anschauen. Attila Özkan, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Mercurius, hat das ehemalige Bürogebäude vor 4 Jahren umbauen lassen. Das ist jetzt das Standard-Apartment sozusagen. Genau, das hat 16 Quadratmeter. Okay. Wir arbeiten ja hier mit einem Klappelement beim Bett. So. Ja, das gute alte Klappbett. Genau, das gute alte Klappbett. Das macht man einfach genau, so. Und dann kippt man das hier so rum. Genau. Es ist alles da, was man braucht. Es ist aber auch klein, eng und funktional. Von wohnlich, gemütlich oder schön weit entfernt. Und dafür 30 Euro pro Quadratmeter? Die Nachfrage nach dieser Wohnungsgröße ist die höchste. Und das ist für Leute, die wirklich nur, ich sag mal in Anführungsstrichen, einen Schlafplatz am Arbeitsplatz brauchen oder Geringverdiener, die dann am Flughafen arbeiten und arbeitsplatznahen Wohnraum benötigen, ist das halt perfekt. Vom Dach aus zeigt uns der Unternehmer die gute Anbindung. S-Bahn, Flughafen, alles um die Ecke. Özkan findet die hohen Mietpreise in Ordnung, sagt, seine Mikroapartments entlasten den Mietmarkt in Frankfurt. Stimmt nicht, kontert Rolf Jansen vom Mieterschutzverein und vermutet ganz andere Interessen. Da sehen wir schon eine Entwicklung, dass viele Vermieter das jetzt betreiben, um hier eine höhere Rendite herauszuholen. Und das ist eine Entwicklung, da sehen wir unbedingt auch die Politik in der Verantwortung, dagegen vorzugehen, zum Beispiel durch eine entsprechende Deckelung der Mieten. Gallusviertel in Frankfurt. Auch hier im Trend möblierte Mini-Apartments. Knapp 200 sind hier neu entstanden. 22 bis 27 Quadratmeter für um die 700 Euro. Janis Späth stört das nicht. Der Berater aus Erlangen nutzt sein Apartment eh nur unter der Woche. Wenn ich mich hier umschaue, kriege ich vielleicht ein paar mehr Quadratmeter für den Preis. Aber viel günstiger kann ich nicht wohnen. Und die Quadratmeter brauche ich nicht. Gleich neben dem Neubau eine Riesenbaustelle. Mehr als 600 Wohnungen sollen hier entstehen. 345 werden kleine möblierte Apartments sein. Im vergangenen Jahr hat die Stadt Frankfurt über 900 Baugenehmigungen für solche Mikrowohneinheiten erteilt. Denn verbieten kann sie sie nicht. Zurück zur Assistenzärztin Paria Neseri. Sie sucht erst seit 2 Monaten nach einer Wohnung und ist schon völlig genervt von der Situation. Ich finde nichts. Papierkram zwischen Schuhen, zwischen Pullis. Jeden Morgen derselbe Stress, wenn ich zur Arbeit gehe. Also es ist ziemlich anstrengend. Heute muss sie nach einem 12-Stunden-Tag im Krankenhaus und einer Schicht im OP noch mal los. Eine Wohnungsbesichtigung. Die Lage des Einzimmer-Apartments immerhin ist gut. Mit rein dürfen wir nicht. Ihr Fazit nach der Besichtigung ernüchternd. Ich hatte schon jetzt noch mal so meine Hoffnung reingelegt, weil die Vermieterin schon ziemlich positiv gestimmt war, dass sie mir die Wohnung auch zusagen möchte und ich direkt einziehen kann. Aber bei 800 Euro mit 23 Quadratmetern muss ich doch lieber weiterschauen. Also das ist jetzt nichts. Paria Neseri muss weitersuchen. Dass der Mietmarkt sich bald wieder entspannt, glaubt sie allerdings nicht.